Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Special-Folge Let's Play Final Fantasy 14 mit Alweb Bestwin. Wir machen heute das Event Nocturne für einen Helden. Ich glaube, das heißt so Nocturne. Mal gerade nochmal nachschauen. Genau, Nocturne für einen Helden. Und das ist eine Kollaboration mit Final Fantasy 15. Gibt es auch nur für eine begrenzte Zeit. Ich weiß, dass es tolle Belohnungen gibt, wie in den das Auto aus Final Fantasy 15 als viersitziges Mount. Davon weiß ich aber auch nur, dass es das am Ende für Gold Saucer Punkte geben wird, nachdem man die Story abgeschlossen hat. Da ich mit Alweb nicht im Gold Saucer Punkte sammeln gehe, werde ich allerdings mir dieses Mount nicht holen. Das mache ich dann nur mit meinem Main-Charakter. Aber die Story muss wohl auch funktionieren, ohne dir am Ende des Mounts zu holen. Aber das ist auch schon alles, was ich weiß. Ich lasse diesmal meine normale Kampfkleidung an, weil man muss Level 50 sein und die Main-Story abgeschlossen haben in 50, um teilzunehmen. Also ich vermute, es wird irgendwie was mit Kämpfen auch dabei sein. Hallo Abenteurerin, sicher kennst du den Raben, den Liebling aller Freunde sensationeller Neuigkeiten. Dann freu dich, ich habe nämlich keine geringere als Kipi-Chaka, rasende Reporterin im Dienste eben jenes informativen Blättchens. Hast du gerade nichts Besonderes zu tun? Vielleicht kannst du mir dann ja helfen. Ich bin da nämlich einem neuen Gerücht auf der Spur. Es geht um ein sonderbares schwarzes Fahrzeug und mechanische Krieger, die angeblich in Tanalan gesichtet wurden. Klingt mysteriös, nicht wahr? Weißt du zufällig was darüber? Nicht? Wie schade. Ich hatte die Schlagzeilen schon vor Augen. Ich meine natürlich, viele Leute hier machen sich Sorgen, dass es sich um neue galäische Waffensysteme handeln könnte. Dem muss man als pflichtbewusste und um das Allgemeinwohl besorgte Reporterin natürlich nachgehen. Dass die Auflage des Raben und meine Bekanntheit in die Höhe schnellen würden, wenn ich vor den Schnüfflern der Galon-Metallwerke was herausfinde, spielt dabei natürlich überhaupt keine Rolle. Reporter-Ehrenwort. Also, wenn du was mitbekommst, weißt du, wem du die Nachricht als erstes steckst, klar? Das schwarze Fahrzeug wurde angeblich in der Nähe von Kohlenstaub gesichtet. Ziemlich passender Ort, wenn du mich fragst. Also gut, dann greifen wir gleich mal nach Kohlenstaub. Und dann ist es, gar nicht so weit entfernt von hier. Dann halten wir hier am Zielort mal Ausschau nach diesem schwarzen Fahrzeug. Jetzt mach schon! Spring an, du Mistkarre! Sag mal, hier gibt's nicht zufällig irgendwo eine Tanke? Na, eine Tanke halt! Meine Güte, wo bin ich hier groß bloß gelandet? Tana, was? Tanalan? Nie gehört. Kein Wunder. Hier ist ja auch total tote Hose. Sag mal,
Du kennst nicht zufällig jemanden, der meinen Wagen reparieren kann. So wie es aussieht, hat er nämlich den Geist aufgegeben. Ja, eventuell Sid. Was? Sid ist auch hier? Ich verstehe gar nichts mehr. Auf einen Abschlussdienst kann ich wohl nicht hoffen, was? Dann heißt's also, wieder schieben. Schöne Scheiße. Genau. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch Final Fantasy XV auch gespielt haben. Für die, die es nicht wissen, Sid ist der Mechaniker in Final Fantasy XV. Ich habe selber übrigens nur angespielt, ich habe es nie durchgespielt. Hey, geteiltes Leid ist halbes Leid, oder? Warum hilfst du mir nicht? Super, danke. Wie heißt du übrigens? Freut mich, Elweb. Ich bin Noctis Luke. Ach was, nenn mich einfach Noctis. Also dann, in die Hände gespuckt und los geht's. Mann, hab gerade irgendwie voll das Déjà-vu, wie ich das hasse. Hallo Elweb, was machst du denn hier? Hey, das sieht ja aus wie... Wir haben dieses Fahrzeug überall gesucht, im Auftrag der Stadtstaaten. Die Leute reden über nichts anderes mehr. Sid ist auch in der Gegend. Wärt ihr so gut, kurz auf ihn zu warten? Er hat sicher einige Fragen. Hallo Elweb, bist du uns also mal wieder zuvor gekommen, was? Das ist also das gute Stück. Galäische Technik ist das auf keinen Fall. Dem jungen Mann da gehört das Fahrzeug? Wer ist das? Noctis, hm? Und in Eosea, und Eosea ist ihm völlig fremd. Interessant. Vielleicht hatte er sein Gedächtnis verloren, so wie ich damals. Okay, du bist nicht der Sid, den ich erwartet habe. Aber quatschen tust du immerhin wie der Alte. Wenn du dich jetzt auch noch so gut mit Benzinkutschen auskennst wie er, dann besteht vielleicht noch Hoffnung für meinen Regalia. Regalia heißt das Fahrzeug? Also versprechen kann ich dir nichts. Schließlich sehe ich so ein Gefährt zum ersten Mal. Aber ich werde es gern versuchen. Besten Dank, Mann. Es gibt da nur ein Problem. Ich fürchte, ich habe dummerweise keine Kohle dabei. Kohle? Oder meinst du Gil? Kein Problem. Bei neuen Maschinen juckt's mir immer in den Fingern. Das mache ich umsonst. Echt jetzt? Hammer! Übrigens, Elweb, schon von den mechanischen Kriegern gehört? Nach denen sollten wir nämlich aufsuchen. Maskierte Marionetten mit ziemlich ruckartigen Bewegungen. Dachte, du wüsstest vielleicht was. Moment mal, das klingt verdammt nach Magitek-Infanteristen.
Magitek-Infanteristen? Ja, die mechanischen Krieger aus Niflheim. Okay, das sagt euch jetzt vermutlich nicht so viel, aber... Hab jedenfalls auf einer Basis in der Niffen so eine komische Maschine gefunden. Plötzlich war ich hier. Echt unglaublich. In der Tat. Aber wenn ich dieses Fahrzeug hier sehe, will ich dir fast glauben. Vielleicht war es eine Art Transportvorrichtung, mit der du aus einer anderen Welt zu uns gekommen bist. Wenn diese mechanischen Wesen ebenfalls aus deiner Welt stammen, könnte deine Erfahrung mit ihnen sehr wertvoll für uns sein. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich sehe mir dein Fahrzeug an und du schaust dafür mal am unheiligen Erben östlich von hier nach, ob es wirklich Magitek-Infanteristen sind. Klar, kann ich machen. Vielleicht finde ich ja auch noch einen Hinweis, wie ich wieder nach Hause komme. Okay, dann bis später. Hey, nicht so schnell! Der Junge kennt sich hier kaum aus, das macht mir Sorgen. Es sollte jemand nach ihm sehen. Könntest du das übernehmen? Dann schaue ich mir in der Zwischenzeit sein Fahrzeug an. Ah, okay, es gibt ein Fate. Dann machen wir bei dem Fate doch mal mit. Hier die Kamera zurück, damit man überhaupt sieht, wie das Ding aussieht. Das ist ein Riesenteil. Noctus hier irgendwo. Ach doch, da ist er. Noctus. Okay. Der Fate scheint jetzt nicht so schwer zu sein. Fate erfolgreich. Auf der Brücke vom Kohlenstaubbahnhof auf Noctis warten. Na gut. Dann gehen wir da doch gleich mal hin.
Das waren wirklich Magitek-Infanteristen? Die scheint das gleiche Schicksal erheilt zu haben wie mich. Nur wie und warum? Ein Hinweis darauf habe ich leider nicht gefunden. Eine Rücke kann ich mir also vorerst wohl abschminken. Vielleicht weiß meine Freundin, die Reporterin, was. Eine Reporterin? Gute Idee. Ich kenne da auch einen und der wusste immer ziemlich gut Bescheid. Aber lass uns erstmal nach dem Regalia sehen. Ah, Sid steht ja schon da. Muss ich ja gar nicht weit fahren. Wie ist es dir ergangen? Hast du die mechanischen Soldaten gefunden? Du hast gegen sie gekämpft? Dann waren die Gerüchte also wahr. Wenn das so ist, würde ich mir die Technologie gern mal mit eigenen Augen ansehen. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten, Elbe. Wenn dir diese Soldaten noch einmal begegnen, könntest du mir dann Teile davon mitbringen? Am besten wäre es, wenn du alles, was du findest, zu mir oder einem meiner Kollegen in den anderen Stadtstaaten bringen könntest. Wir passen darauf auf, bis der Chef sie sich ansehen kann. Hey, wo ist der Regalia hin? Keine Sorge, der ist in Sicherheit. Die Schadensursache habe ich auch schon gefunden. Allerdings muss ich das Ersatzteil von Grund auf neu herstellen. Das wird eine Weile dauern. Tut mir ja leid, dass ich das gute Stück entführen musste. Aber hier hat so eine Klatschreporterin rumgeschnüffelt und ihre Nase in jede Werkzeugkiste gesteckt. Deshalb habe ich mir einen Schuppen am Ulda-Rangierbahnhof gemietet und dein Fahrzeug dort untergebracht. Da lässt sie sich ungestörter arbeiten. Verstehe, dann bin ich ja beruhigt. Ah, du musst der Besitzer des Gefährts sein. Interessante Kleidung, die du da trägst. Sagt wer? Herr Jemini, wo bleiben denn meine Manieren? Ich bin Kipiaka, Reporterin des allseits beliebten Wochenmagazins Der Rabe. Habe ich also nun die Ehre mit dem Fahrer des sonderbaren schwarzen Fahrzeugs oder nicht? Du meinst den Regalia? Rega was? Na, den Regalia halt. Regalia. Ha, ich musste kurz an ein Bücherregal denken. Aber jetzt ist der Gil gefallen. Du meinst das Gefährt. Sowas habe ich in ganz Eorzea noch nicht gesehen. Sag mal, kommst du von weit weg? Das kann man wohl sagen. Ich war unterwegs auf einer Reise, wurde in Kämpfe verwickelt und plötzlich war ich hier. Ich muss so schnell wie möglich zurück in meine Welt. Die brauchen mich da. So, ein Mann aus einer anderen Welt also. Was war das denn genau für eine Reise? Ich war unterwegs, um jemand Wichtiges zu treffen. Und meine Freunde haben mich begleitet. Treffen? Mit wem? Und von wie vielen Freunden sprechen wir? Langsam. Jetzt bin ich mal dran zu fragen. Du bist eine Reporterin. Dann mach dich mal nützlich. Ich könnte nämlich auch ein paar Informationen gebrauchen. Klar, kein Problem. Ich sag dir gerne alles, was meine Quellen so wissen. Aber nur, wenn du mir ein Exklusivinterview gibst.
Von mir aus. Gut, dann sollten wir keine Zeit verlieren. Begleite mich nach Uldar. Da können wir uns in Ruhe unterhalten. Okay, dann zurück nach Uldar. Okay, auch mal ein interessanter Name für einen Charakter, Zar-Videosequenz. Das Interview war ein voller Erfolg. Der Junge ist auf dem Weg zu seiner Verlobten. Ein verliebter Kerl, verschollen in einer anderen Welt. Wird er seine Geliebte je wiedersehen? Damit lande ich ganz sicher auf der ersten Seite. Die Leute werden uns die Zeitung aus den Händen reißen. Und guck doch nicht so vorwurfsvoll. Gönn mir eine halbe Glocke Ruhm. Und außerdem werde ich mich ja erkenntlich zeigen mit meinen Infos. Hab meine Kollegen nämlich schon gebeten, sich bei mir zu melden, falls sie was hören. Und auf die ist immer Verlass. Ich bin's. Was gibt's? Wirklich? Klasse, vielen Dank. Hab ich's nicht gesagt? Auf meine Kollegen ist Verlass. Hab gerade eine brandheiße Neuigkeit zugespielt bekommen. Allerdings werden wir dafür auf Reisen gehen müssen. Meldet euch bei mir, sobald ihr fertig seid, in Ordnung? Noctis soll nämlich auch mitkommen. Während des saisonalen Ereignisses erscheint der Fade, ja okay, in der Klaue im Zentrum. Zwei Unide. Diese können bei Gal gegen verschiedene Gegenstände eingetauscht werden. Okay, ja. Gut. Das geht ja hier noch weiter. Das bedeutet, wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Mal schauen, wie viele Folgen dieses Special haben wird. Dieses Kollaborationsevent war lange erwartet. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.